Natürlich haben wir eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Das sieht man ja ganz einfach daran, dass es uns gar nicht gäbe, wenn die Menschheit sich 4000 Jahre ökologisch so verhalten hätte, wie wir uns derzeit verhalten. Wenn ich die verschmutzten Meere anschaue und den Verbrauch von Diesel und Kraftstoff, denke ich mir, wir beuten die Natur aus. Ja, wir beuten in der Tat, natürlich in der Moderne, ganz besonders seit der Industrialisierung ist das ja nicht mehr zu übersehen, die Natur auf eine nicht akzeptable, ethisch und sozialpolitisch desaströse Weise aus. Das ist gar keine Frage. Deswegen ist eines der zentralen ethischen Probleme unserer Zeit auch die ökologische Krise. Jetzt haben wir aber sowas wie eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Wie siehst du das? Natürlich haben wir eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Das sieht man ja ganz einfach daran, dass es uns gar nicht gäbe, wenn die Menschheit sich 4000 Jahre ökologisch so verhalten hätte, wie wir uns derzeit verhalten. Der Grund dafür, dass wir für die Natur verantwortlich sind, ist, dass sie der Ort ist künftigen menschlichen Lebens. Menschliches Leben ist der zentrale Begriff, zunächst einmal aller Ethik, und Leid. Ja, das heißt, animalisches Leid und menschliches Leben sind die Quellen aller Ethik. Und solches Leben wird es nicht geben, wenn wir diesen Planeten vernichten, denn, soweit man das bis jetzt absehen kann, ist es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass es leidensfähiges Leben überhaupt irgendwo sonst im Universum gibt. Das spielt jetzt irgendwie so darauf hinaus, dass ich als Einzelner die Verantwortung habe für alle Generationen. Kann ich das überhaupt leisten? Ja, also es ist natürlich so, dass die Verantwortung letztlich bei den Institutionen liegt, aber die Institutionen wiederum etwas sind, was von den Einzelnen getragen wird. Das heißt, wir brauchen auch ein kultiviertes Bewusstsein dafür. Das können wir aber wiederum nur erreichen, wenn die Institutionen das uns liefern. Das heißt, wenn wir den richtigen Biologieunterricht in der Schule haben, den richtigen Physikunterricht und so weiter, sodass wir überhaupt verstehen, wie gefährlich unser derzeitiges Verhalten gegenüber der Natur ist. Das heißt, den Plastikbecher, den verwenden wir jetzt noch ein paar Mal, oder? Ganz genau. Man sollte zumindest ein Bewusstsein dafür haben und darauf achten. Aber es gibt natürlich viel, viel größere Probleme, zum Beispiel die Luftverschmutzung in China. Das heißt, Plastik ist ein Thema, aber der Umstand, dass man in China derzeit im Grunde genommen nicht atmen kann, ist eine Menschheitskatastrophe der allergrößten Ordnung. Das sind Probleme, über die wir reden müssen. Aber kann ich die hier lösen? Unbedingt. Die Probleme sind ja unter anderem von uns gemacht. Die deutsche Automobilindustrie, die dafür sorgt, dass wir den Wohlstand haben, den wir heute haben, profitiert massiv davon, dass die Chinesen zu viele Autos kaufen.